Leichtbauteile aus faserverstärkten Tapes werden in vielen Bereichen gebraucht. Auf der Tailored Blank Line von Diefenbacher, bestehend aus den Anlageteilen Fiberforge und Fibercon, werden in Großserie ultraleichte Werkstoffe aus Carbon für die Automobilindustrie hergestellt. Und zwar bis zu 3,5 Mal schneller als bisher. Hier bei Fraunhofer ICT testet man, wie sich solche Teile unter industrieähnlichen Bedingungen wirtschaftlich herstellen lassen. Aufgewickelt auf 4 Spulen laufen die endlos faserverstärkten Carbon- oder Glasfasertapes über 2 Zuführbänder in die Fiberforge, werden geschnitten und am Ende der Linie kantengenau aufeinander gestapelt. In der Fibercon werden sie erwärmt und unter Vakuum zu einer festen Platte konsolidiert. Bei diesem Prozess ist der Materialeinsatz teurer als im klassischen Metallbereich. Da muss wirklich jeder Schritt sitzen. Das geht nur, wenn die Maschinen stark vernetzt sind. Ein einheitliches Datenhandling mit einer leistungsfähigen Automatisierung ist deshalb sehr wichtig. Bei Fiberforge und Fibercon müssen alle Komponenten reibungsfrei miteinander arbeiten. Von der Steuerung, den IO-Systemen über die Antriebstechnik bis hin zu dem modernen Bedienkonzept. Aber auch die Anbindung an die überlagerte Software, wie beispielsweise zur Planung der Gelege, muss flexibel möglich sein. Deswegen haben wir uns auch wieder hier für eine durchgängige Lösung von Siemens entschieden. Ausgestattet sind die Maschinen mit der kombinierten Sicherheitstechnologie CPU SIMATIC S7-1517TF. Dabei werden die integrierten Motion-Control-Funktionalitäten ebenso im TIA-Portal projektiert wie die weiteren Systeme. Dabei handelt es sich um Siplus HCS 4300, Synamics S120, Simotix S-Servomotoren und den Industriepanel-PC SIMATIC IPC Pro. Wir haben hier bei der Fiberforge 27 Antriebe mit extremen Dynamikanforderungen von bis zu 40 Metern pro Sekunde Quadrat mit Gleichlauf und überlagernden Bewegungen. Das haben wir mit der integrierten Motion-Lösung der SIMATIC S7-1500er TF-Steuerung gelöst. Gleichzeitig haben wir ein extrem großes Leistungsspektrum von 100 Watt bis zu 30 Kilowatt, was wir sehr gut mit den Synamics S120 Antrieben realisieren konnten. Eine Besonderheit der Fibercon ist das IO-System Siplus HCS 4300. Es steuert die Infrarotstrahler präzise an, sodass sie die Infrarotstrahler schnell aufheizt und die Temperatur exakt hält. Dies sichert eine hohe Bauteilqualität. Um alle Parameter exakt einzustellen, bedarf es einer intuitiven Bedienoberfläche. Wir haben den Panel-PC mit WinCC Professional projektiert und haben damit eine ideale Lösung innerhalb des TIA-Portals. Wir haben hier eine extreme Anforderung mit Fasern in der Umgebung und hier haben wir mit der hohen Schutzart des SIMATIC Industriepanel PCs Pro die ideale Lösung gefunden. Integrierte Bedientasten, die direkt am Profi-Net hängen, haben für uns eine gute Lösung erbracht. Zusätzlich kann der IPC mit einem modernen Design punkten. Mit der Tailored Blank Line von Diefenbacher und durchgängiger Automatisierung von Siemens lassen sich Leichtbauteile in Großserie wesentlich schneller fertigen als bisher. Siemens. Ingenuity for Life.